richtig, richtig schön hier. Und vielleicht werden auch einige von Ihnen sagen, und weil das so zur herrlichen Gewohnheit geworden ist, den Sommer hier zu verbringen, möchte ich auch meine Gewohnheit weiterleben, so gegen 20 Uhr Abendbrot zu essen. Könnte auch, ne? 7:45 zum Abschluss ein barockes und wunderbares Höhenfeuerwerk von einer Viertelstunde Länge als Höhepunkt des heutigen Abends. Und dann entlassen wir Sie schon am frühen Abend in die Nacht hinein. Was auch immer wir dann so machen. Was wir jetzt machen. Und freuen uns natürlich. Weil Sie nicht nur schöne Erinnerungen haben an den Sommer, sondern auch noch eine wichtige Aufgabe im weiteren Verlauf des Abends haben. Bitte schön, Ihr Rednerpult. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff, lieber Markus Kurze als Vertreter des Landtages, lieber Thomas Barz als stellvertretender Landrat, werter Kollege Christoph Schulze aus Bad Dürrenberg, liebe Vertreter des Stadtrates und des Kreistages, liebe Bürger, sehr geehrte Damen und Herren, wie doch die Zeit vergeht. Seit 169 Tagen waren wir der gärtnerische Höhepunkt des Landes Sachsen-Anhalt. Und nun darf ich Sie schon wieder begrüßen zur Abschlussveranstaltung dieser wunderbaren Gartenschau. Getreu dem Motto von Gärten umarmt, präsentierte sich unsere schöne Stadt Burg inmitten einer hochkarätigen Gartenbaukultur. Wir hatten Wechselflurflächen, Stauden, Themen- und Städtegärten, eine beeindruckende Blumenhalle mit wechselnden Themen, angefangen von duftenden Frühblühern über dekorative Erntekronen, bunte Balkonpflanzen, tropische Blütenpracht und vieles, vieles mehr. Aber natürlich ist Gartenschau nicht nur Blumenschau. Neben bunter Blumenpracht gab es in den Gärten Spielanlagen, eine Skateanlage, ein Wasserturm, ein Storchennest oder eine Markthalle und vielseitige Kunst. Und auch hier gab es noch viele, viele weitere Dinge zu bestaunen. Entlang der Straßen haben wir alles herausgeputzt, was es so herauszuputzen gab. Und wir haben unsere Altstadt als Herzstück ordentlich präsentiert. Und ich denke, bei all dem, was wir vorbereitet haben für Sie, ist für jeden etwas dabei gewesen. Egal, ob groß oder klein, ob Gartenliebhaber oder Altstadtfan. All diese Pracht ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern es brauchte eine ganze Menge Unterstützung von vielen Personen, Organisationen und so weiter, um diese Gartenschau tatsächlich zu dem zu machen, was wir nunmehr seit 169 Tagen erleben konnten. Ich möchte mich deshalb recht herzlich bedanken. Allen voran bei der Geschäftsführung der Landesgartenschau GmbH mit all ihren Mitarbeitern und der Regiegruppe, bei den Mitarbeitern des Catering-Unternehmens, allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung und anderer Behörden, die immer zur Seite waren, wenn wir sie gebraucht haben, den Gästeführern, den Gewerbetreibenden und vor allem auch den Förderverein der Landesgartenschau, der Botschafter war für diese Landesgartenschau, aber auch viele andere Bürger, Organisationen und Unternehmen, die sich ebenso als Botschafter dieser Landesgartenschau verstanden haben. Sie alle haben einen unschätzbaren Beitrag zum Gelingen dieser Gartenschau geleistet. Dafür mein allerherzlichsten Dank. Apropos nicht vom Himmel gefallen, das traf leider auch auf den Regen zu. Wir hatten 100 Tage Hitze und Dürre und waren damit wahrscheinlich die heißeste Landesgartenschau, die wir je in Deutschland hatten. Und gewiss und trotzdem waren wir der größte bunte grüne Fleck hier in Sachsen-Anhalt. Das waren natürlich über die Tage ganz, ganz schwierige Bedingungen für die Gärtner, die dieser Hitze und der Dürre trotzen mussten und trotzdem dafür Sorge tragen mussten, dass hier alles schön grün bleibt und alles so schön blüht. Da habt ihr, liebe Gärtner, einen ganz fantastischen Job geleistet.
Vielen, vielen lieben Dank dafür. An dieser Stelle möchte ich noch meinen geschätzten Kollegen aus Frankreich, Luc Bois, aus unserer Partnerstadt La Roche-Joyon recht herzlich begrüßen. Denn die Partnerstadt La Roche-Joyon hat ebenfalls einen wunderbaren mediterranen Garten zu unserer Landesgartenschau beigetragen. Lieber Herr Kollege, das Klima dieses Sommers war genau richtig für euren mediterranen Garten. Aber wir versprechen, dass wir den Garten auch über den Winter retten werden. Aber natürlich hatte unsere Landesgartenschau noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel 1300 Veranstaltungen. Ebenfalls ein buntes Programm für Jung und Alt. Wir hatten zum Beispiel wunderbare Konzerte hier im Goethepark, von Max Giesinger, vom Polizeiorchester, wundervolle Darbietungen unserer Musikschule oder dem Schlagwerkensemble des Gymnasiums. Am Fuße des wunderschönen Weinberges konnte man lateinamerikanischer Musik lauschen. Es gab Lesungen, Theater- und Tanzaufführungen, Themen- und Aktionstage, Sport und Spiel, Darstellung von Vereinen und Unternehmen. Ganz besonders herausheben möchte ich eine Gemeinschaftsproduktion unserer Lager GmbH und des Fördervereins, nämlich das wunderschöne Lichterfest im Flickschuhpark. Oh, ja. Ich denke, es war nicht das Letzte, was wir erlebt haben. Ein ganz besonderes Angebot hatten wir auch für unsere jüngeren Mitbürger, nämlich für unsere Schülerinnen und Schüler. Wir hatten 300 Kurse, wo Schülerinnen und Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt am grünen Klassenzimmer teilnehmen konnten, mit über 180 interaktiven Beiträgen, jeweils zugeschnitten auf das Alter und den Wissensstand der Kinder und Jugendlichen. Es gab natürlich auch Gästeführungen, und zwar angefangen von ganz allgemeinen, über die Fläche flanierenden und unterstützenden Gästeführungen bis hin zu botanisch sehr detaillierten Gästeführungen. Insgesamt waren es ca. 450 Stück, mehr als wir gedacht haben. Und wir hatten ungefähr 20 Gästeführer, die sich darum gekümmert haben, dass unsere Gäste viele Informationen sowohl über unsere Gartenschau als auch über unsere Stadt erhalten und dass sie glücklich und zufrieden wieder nach Hause gefahren sind, aber im Hinterkopf hatten, dass sie irgendwann mal wiederkommen wollen und sich diese Stadt und diese Gartenschau dann nochmal anzuschauen. Das Wichtigste für eine gelungene Gartenschau fehlt aber noch, nämlich die Besucher. Wir hatten davon ca. 300.000 hier bei uns im Gelände. Das sind zwar etwas weniger gewesen, oder doch eine ganze Menge weniger gewesen, als wir uns das vorgestellt hatten, aber wir sind dennoch rundum zufrieden. Denn die Besucher, die da waren, waren von unserer Gartenschau begeistert. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Unsere Gartenschau hat gärtnerisch überzeugt. Das kulturelle Rahmenangebot hat viele Besucher angezogen und begeistert. Und ich persönlich habe mich immer besonders über die angereisten Familien gefreut, mit den vielen Kindern. Es war immer so schön anzusehen, wie denn die Traumfabrik im Goethepark, die fantasievolle Fabrik im Weinberg oder eben halt auch der Wasserspielplatz im Flickschuhpark angestrebt wurden. Und man konnte richtig schön sehen, wie die Kinder getobt haben, wie sie sich gefreut haben, wie die Gesichter gestrahlt haben. Und man konnte auch entspannte Eltern sehen, die ein Stück weit sich die Blumenpracht anschauen konnte und gewiss sein konnten, dass sie abends ihre Kleinen ganz beruhigt ins Bett geben konnten und die gleich schlafen werden. Rundum also alles glücklich und alles gut gepasst.
Unsere besucherstärksten Tage waren der Samstag, der 11. August mit 7.259 Besuchern. Dort hat Max Kiesinger hier ein kleines Konzert gegeben. Samstag, 18. August mit 5.995 Besuchern. Da hatten wir die Radio SAW Hit Arena zu Besuch und der Pfingstsonntag traditionell Besucher. Nun ist die Landesgartenschau so gut wie vorbei und wir konzentrieren uns auf die Nachnutzung. Bis zum Mai wird sich um die Nachnutzung noch die Gartenschau GmbH kümmern. Sie wird die Touristinformationen weiter offen halten, sie wird Pflegeverträge mit Firmen abschließen, die weiterhin dieses Gelände pflegen werden, auch über den Mai hinaus, nach Möglichkeit gleich für die nächsten Jahre. Und es wird ein Veranstaltungskonzept für die Zeit nach der Landesgartenschau zusammengestellt. Danach wird die Stadt einen neuen Partner an der Seite haben und dieser neue Partner wird sich dann dauerhaft um die Erhaltung und Belebung dieser schönen Flächen kümmern. Wir haben aber natürlich auch geschaut, wie können wir denn diese Flächen weiter nutzen und was würde gut zu uns passen. Wir haben uns quasi so etwas wie eine freiwillige Selbstverpflichtung aufgegeben, indem wir uns beworben haben um die Aufnahme in das touristische Programm Gartenträume. Das sind wundervolle Gärten hier in Sachsen-Anhalt, 50 Stück an der Zahl. Und wir sind nunmehr mit drei Gärten, nämlich dem Goethepark, dem Weinberg und dem Flickschuhpark, Teil dieses Netzwerkes. Wir wollen zum einen natürlich einen würdigen Beitrag leisten, zum anderen aber auch von der touristischen Vielfalt, die uns dort erwartet und von den Besuchern profitieren. Denn im letzten Jahr hat dieses Format, hat diese touristische Markensäule ca. 2 Millionen Besucher insgesamt gehabt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Morgen geht die Landesgartenschau zu Ende. Burg hat sich mit dieser Gartenschau einer breiten Öffentlichkeit vorbildlich und nachhaltig präsentiert und die Besucher auch über die Landesgartenschau hinaus mit vielen interessanten Stadtfacetten überrascht. Das erfüllt mich mit Freude und großer Dankbarkeit. Wir haben städtebaulich und auch landschaftsarchitektonisch etwas Nachhaltiges geschaffen, was wir ohne diese Landesgartenschau wohl nie erreicht hätten. Darauf können wir alle mit Recht sehr stolz sein und es ist mir an dieser Stelle nochmal ein tiefes Bedürfnis, all denen zu danken, die dazu beigetragen haben, dass diese Landesgartenschau für die Stadt Burg so ein großer Erfolg werden konnte. Herzlichen Dank. Enden möchte ich nunmehr mit einem Auszug aus einem Gedicht von Hermann Hesse, welches da lautet: Lebensstufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit und auch jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und zum Neubeginne und sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. In diesem Sinne rufe ich Sie auf, lassen Sie uns nach der vierten Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt gemeinsam diesen neuen Anfang und somit auch die Zukunft dieser schönen Stadt weiter gestalten. Herzlichen Dank. Dankeschön, Jörg Rehbaum, Bürgermeister der Stadt Burg. Laufen Sie nicht so schnell weg. Nein! Da hänge ich noch ein Shakespeare dran.
Was ihr nicht tut mit Lust, das gedeiht euch nicht. Und es ist euch hier gediehen. Ihr habt das mit so viel Liebe, Lust und Leidenschaft gemacht und auch gekämpft, als es Dürre war. Und das finde ich großartig und fantastisch. Und das wird nachher auch noch entsprechend geehrt. Gibt es für Sie irgendeinen Moment, wo Sie sagen, das war Magie pur? Oh, da gab es so viele. Aber ich finde gerade dieses Konzert von Max Kiesinger, wo so viele Burger und auch so viele Gäste hier waren, das hatte schon etwas ganz Besonderes. Ich finde dieses Entspanntsein, dieses Laissez-faire, vielleicht so ein bisschen diese französische Idee, finde ich toll. Monsieur, nous sommes très contents avec le jardin méditerranéen. Oui. Très bien. Très bien. Ganz liebe Dank. Ich sehe ein lachendes und ein weinendes Auge und damit die Dramatik jetzt noch ein bisschen strapaziert wird, haben wir einen wunderbaren Künstler da. Er war schon einige Male zu Gast hier bei der Landesgartenschau in Burg. Er ist in Magdeburg einer der bekanntesten Straßenmusiker. Er spielt Cello, aber er spielt nicht einfach so die vier Saiten. Er nutzt sie als Klangkörper Deluxe und par excellence und zaubert darin Melodien, die uns wirklich nur ein Wow, ein Staunen und vielleicht noch viel, viel mehr entlocken. Freut euch auf Live-Musik vom Pripyat Syndrome, das ist der Künstlername und dahinter verbirgt sich Matthias Markgraf mit seinem Cello. Bitteschön. Hauptstadt in Magdeburg auf der Sternbrücke und spielt in den Abendhimmel hinein. Ganz lieben Dank. Traumhaft schön. Wunderbar. Natürlich nicht zuletzt eine sehr, sehr stolz geschwellte Brust, wenn er sieht, wie schön die Heimat ist und wie schön es hier in diesem Sommer in Burg war. Trotz der Widrigkeiten, die Sie ja auch schon mir gegenüber erwähnt haben, liebe Frau Noack, dass die Gärtner kämpfen mussten, aber dann ist es doch gelungen, und es war einfach nur eine wunderschöne Zeit. Begrüßen Sie mit mir den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich habe noch nie an so einem schönen Rednerpult gestanden. So viele Blumen hat man mir noch nie angebracht. Das muss also mit Burg und dieser wunderbaren Landesgartenschau zusammenhängen. Und es ist auch ein Zeichen dafür, was wir in diesem Sommer auch erlebt haben. Lieber Herr Bürgermeister Rehborn, lieber Herr Bürgermeister Schulze, lieber Markus Kurze als Landtagsabgeordneter und Stadtrat, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GmbH, die dieses alles ausgerichtet hat, angefangen von der Spitze bis hin auch zu denjenigen, die jeden Tag auch als Dienstleister in verschiedenster Art und Weise hier fruchtbar tätig waren. Das Land Sachsen-Anhalt hat vor vielen Jahren die richtige Entscheidung gefällt, nämlich die Landesgartenschau nach Burg zu geben. Und das ist, denke ich mal, auch ein Applaus wert. Nicht immer kriegt eine Landesregierung einen Applaus, aber in diesem Falle zu Recht und auch an der richtigen Stelle. Denn was haben wir erlebt? Ich kenne Burg seit vielen, vielen Jahrzehnten und schon als wir bei den Vorbereitungen öfters hier waren, auch die Kabinettssitzung hier hatten, wo der Bürgermeister das Konzept vorgetragen hat, wo wir noch ein bisschen skeptisch geguckt haben, ob das alles von der großen Fläche, die da in Angriff genommen wird, auch alles durchzustehen ist, bis hin zur Eröffnung, bis hin zu dem, was in den letzten Monaten hier gelaufen ist, muss ich sagen, kennt man diese Stadt nicht wieder. Und wir sind heute nochmal alles abgelaufen, um es nochmal einzusaugen und in guter Erinnerung zu behalten. Aber ich bin immer wieder getröstet worden an den Stellen, wo mir gesagt wurde, das bleibt, nämlich der nachhaltige Effekt für diese Stadt,
wird noch viele, viele Jahrzehnte zu verspüren sein. Das Jahr 2018 wird genauso in die Geschichte der Stadt Burg und Sachsen-Anhalts eingehen, wie das, was schon vor 110 und mehr Jahren hier gestaltet wurde im Sinne von Parks. Die sind noch schöner als damals bei der Ersterrichtung. Und darauf können die Burgerinnen und Burger stolz sein. Darauf kann ganz Sachsen-Anhalt stolz sein. Und natürlich gibt es immer wieder Diskussionen. Vorher schafft man das, ist das nicht eine Nummer zu groß? Während der ganzen Bauaktivitäten kriegen wir das jemals auch erhalten? Dann läuft so ein Sommer an, wie wir ihn in der Form zumindest in den letzten 80, 90 Jahren nicht erlebt haben, dass es seit Himmelfahrt faktisch nicht geregnet hat, bis auf die letzten Tage und 14 Tage insgesamt. Und wenn man das alles dann trotzdem grün sieht und auch mit dieser Vegetation heute auch in dieser Schönheit nochmal erleben konnte, der weiß, dass hier wirklich eine tolle Leistung geschafft wurde. Aber das ist auch das Entscheidende, dass man nicht nur an Zahlen und Statistiken so eine Geschichte festmachen kann, sondern dass man auf die Langzeitwirkung setzen muss. Und diejenigen, die ich heute auf den Spielplätzen hier erlebt habe, Eltern mit ihren Kindern, die werden noch in vielen, vielen Jahren davon erzählen, was das für ein tolles und wichtiges Jahr war, weil das gesamte Ambiente dieser Stadt so stark aufgewertet wurde. Wir haben es aber auch bis heute zu diesem Tag erlebt, wie durch die Neubepflanzung und das Herbstlichwerden die Farben immer wieder stark variiert haben. Aber was durchgetragen hat, war, dass das Konzept so große Teile der Stadt völlig umgestaltet hat, dass man sich freuen kann, wenn das in den nächsten Jahren auch im Sinne auch des Bleibenden auch immer wieder Besucherinnen und Besuchern, aber vor allen Dingen den Bürgerinnen und Bürgern hier zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite feiern wir zwar heute hier die Schlussveranstaltung beziehungsweise auch einen gewissen Schlusspunkt, auch mit dem Feuerwerk nachher. Nur eins würde ich Sie noch bitten. Es gibt noch ausreichend blaue Bänder. Ich bin heute noch mal mit meiner Frau den ganzen Nachmittag hier durchgelaufen und ich kann sagen, wer für 15 Euro so viel an Reichtum und Schönheit sieht, der ist heute gut beraten, noch mal ans Telefon zu gehen und alle bekannten Freunde, die man irgendwo hat, darauf hinzuweisen. Erstens, morgen gibt es schönes Wetter, die Landesregierung hat es beschlossen. Zweitens, dass die Landesgartenschau morgen genauso offen hat. Drittens, dass sie morgen noch schöner sein wird, weil im Prinzip die Sonne noch mal richtig auch die Herbstvegetation zum Blühen und zum Erstrahlen bringt. Also, einladen, morgen noch mal nachsetzen, aber auch in den nächsten Monaten, es gibt ja auch ein Nachfolgekonzept, entsprechend immer wieder auch nach Burg Appetit machen und nach Burg kommen und die Menschen, die das dieses Mal verpasst haben, entsprechend auch noch mal hierher bitten. Wir freuen uns, lieber Herr Schulze, dass wir in 4 Jahren in Bad Dürnberg die nächste Landesgartenschau erleben werden. Das heißt also frühestens in 8 Jahren kommt wieder eine in den Norden Sachsen-Anhalts. Also auch das ist nochmal ein Hinweis für Ihre Freunde und Verwandten, die Sie für morgen vielleicht nochmal einladen können. Aber es sind eine ganze Reihe von Bürgern auch aus Bad Dürnberg hergekommen. Wir werden das ja nachher noch erleben. Ich glaube, die sitzen auch schon mitten unter uns. Wenn Sie hier auf den Stuhlreihen Platz gefunden haben, bitte mal kurz zur Kenntnis geben. Oder sind Sie da hinten irgendwo? Also der Bürgermeister ist schon hier. Oberbürgermeister wird man nochmal erst nach der Landesgartenschau. Das müsst ihr euch nochmal für euren dann auch überlegen, indem wir vielleicht noch ein bisschen eingemeindet und dann kommen wir auf die Zahl, die ihr braucht. Aber Sie werden nachher noch die Bad Dürnberger sehen und spätestens in 4 Jahren werden wir uns dann dort wiedersehen. Auf der anderen Seite kann ich nur eins sagen, dieses Land Sachsen-Anhalt hat so viele Schönheiten. Nicht nur Dialekte, sondern auch eine reiche Geschichte. Burg gehört zu den ältesten Städten, die wir in Sachsen-Anhalt haben. Und wer das sozusagen nochmal angereichert durch das, was im 21. Jahrhundert hier vollbracht wurde, nochmal fortschreibt, der weiß, dass mehr als 1000 Jahre Burg hier ebenfalls eine Fortsetzung findet und die Menschen, die auch in den nächsten Jahrhunderten hier leben werden, ebenfalls glücklich und eine friedliche Heimat, eine schöne Heimat vorfinden werden. Ansonsten freue ich mich schon morgen, bin ich schon wieder da,
um 12 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in den Ile-Gärten und dann geht es nochmal richtig rein in die wunderbaren Gärten und darauf freuen wir uns schön. Bleiben Sie alle gesund, bleiben Sie alle so fröhlich, wie wir Sie erlebt haben und spätestens diejenigen, die mir zwischendurch nicht mal vor die Flinte laufen, die sehe ich dann in 4 Jahren in Bad Lauchstädt. Alles Gute und uns noch einen schönen Abend. Dankeschön dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff. Der wanderte auf Goethes Spuren, ne? Und ist in Bad Lauchstädt gelandet. Zum Beispiel, der höchste Mann des Staates ist ja zurzeit der Alexander Gerst als Kommander der ISS oben. Aber mit so einer mitreißenden Rede, ja! Beim zweiten Mal habe ich deswegen Bad Lauchstädt gesagt, erstens mal, um ihn zu testen. Gemerkt, ein höchst kulturvoller Mann, der sogar Französisch kann. Deswegen nochmal herzliche Grüße an unsere französischen Freunde. Und in 14 Tagen lade ich Sie trotzdem alle nach Bad Lauchstädt ein. Da ist nämlich in unserem Goethe-Theater das Festspiel der deutschen Sprache. Dort sind die berühmtesten Schauspieler, die wir in Deutschland haben, deutschsprachig, dabei, unsere Klassiker vorzulesen. Dort werden Diskussionsveranstaltungen durchgeführt. Und in Bad Lauchstädt kann man auch aus dem Bad Lauchstädter Brunnen trinken. Und wer aus diesem Brunnen getrunken hat, hat das ewige Leben. Und das braucht ihr Bürger. Fantastisch. Dankeschön. Ach, da geht mir das Herz auf. Die Pflege der deutschen Sprache, wunderbar. Und ob der Freude, jetzt schiebe ich noch ein Genitiv rein, die wir haben, da bitte ich die Geschäftsführung der Landesgartenschau bitte zu uns auf die Bühne, denn es geht daran, den Mitarbeitern Dank auszusprechen. Kommen Sie zu mir. Ja, dann fangen wir an mit unserem Maskottchen. Ich muss mal um die Ecke gucken, ist das Maskottchen auch da? Nee. Wenn das Maskottchen jetzt auch nicht da ist, dann möchte ich zum einen erstmal dem Vater unseres Maskottchens danken, weil ich auch weiß, er ist da. Das war unser Reimer Weigelt, der die Idee dafür hatte. Unser Burkhard hat uns auf vielen Veranstaltungen begleitet. Er war ja auch hier jetzt ein halbes Jahr mit am Wochenende regelmäßig unterwegs. Und ich darf Ihnen nochmal die Namen derer sagen, die in dem Kostüm steckten. Das war zum einen Jeff Lammel, Alex Wagner, Moritz Wartenburg, Alicia Sterzig, und Dana Moritz, die gerade in diesem Sommer bei den Temperaturen tatsächlich das ein oder andere Mal sehr, sehr geschwitzt haben und es sehr heiß in dem Kostüm wurde. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, die beiden Vorredner haben das ja auch schon mehrfach angedeutet. Die Gartenschau lebt vor allen Dingen von den vielen, vielen engagierten Mitarbeitern. Und alles das, was Sie als Gäste überhaupt nie sehen, das ist der wirkliche Hintergrund. Und ich sage immer, die wirklichen Helden einer Gartenschau sind diejenigen, die schon früh um 6 auf dem Gelände sind, dafür sorgen, dass Ordnung herrscht, dass die Wege sauber sind, dass die Papierkörbe leer sind oder die auch während der Gartenschau dafür sorgen, dass der Servicepunkt funktioniert, dass auch diese Bootausleihstation, die wir ja am Klickschuhpark betrieben haben, funktioniert. Und in diesem Sinne darf ich Ihnen jetzt vorstellen, all die Kollegen der Regiegruppe und ich darf auf die Bühne bitten, Andreas Graf, Jürgen Pandermüller, Mike Schaller, Simon Hase, Ina Siebert, Pascal Heidenreich, Lucien Schröder, Tobias Größmann, Hans-Jörg Plupsch, Günter Lenz, Marvin Händler, Andrea Adert Jasser und Jonas Seidel. Das ist euer Applaus. Das geht noch lauter.
Also, herzlichen Dank an die wundervollen Kollegen, die allerdings den Vorteil hatten, bei 30, 40 Grad Tagestemperatur, sie konnten sich den Luxus leisten, schon früh um 6 bei etwas kühleren Temperaturen zu beginnen. Aber es ging auch bei den heißen Temperaturen weiter, ne? Ja, eine größere zweite Gruppe war die der Gästeführer. Wir haben ja schon vom Bürgermeister gehört, wie fleißig die Gästeführer waren. Wir hatten mit 350 Führungen gerechnet, zum Schluss sind es 450 geworden und wir sind ganz stolz auf unsere Gästeführer, weil die waren das Sprachrohr nach außen. Die Gästeführer haben unsere Stadt Burg und die Landesgartenschau verkaufen müssen. Sie haben den Besuchern erklärt, wie schön Burg eigentlich sein kann oder auch ist. Und unser Dank gilt, wie gesagt, allen, die da tatkräftig mitgeholfen haben. Und ich rufe auf und ich hoffe, dass auch ganz viele anwesend sind. Bettina Hens, Daniela Bethke, Helga Lippock, Jeff Lammel, Jutta Flögel, Manfred Bagans, Otto Vogt, Muna Bohne, Ute Petke, Dirk Hennig Luckert, Karon Borstel, Franziska Noack, Jochen Klapperstück, Jürgen Kannengießer, Klaus-Dieter Peters, Monika Ostermann, Petra Staub, Dr. Udo Vogt und Wolfgang Meyer. Man kann auch in der Zwischenzeit sagen, wir haben ja begonnen im letzten Jahr im Herbst mit der Ausbildung der Gästeführer und ich persönlich habe das Gefühl, das ist jetzt schon fast ein Verein. Man trifft sich regelmäßig, auch außer der Dienstzeiten. Man macht einen eigenen Stammtisch, das heißt, hier sind völlig neue Freundschaften in der Stadt entstanden und wenn das die Gartenschau ausgewirkt hat, dann sind wir natürlich sehr zufrieden. Also herzlichen Dank auch von meiner Seite an eure Top-Leister. Ja, ein weiterer wichtiger Auftrag, den wir gerne angenommen haben, war, dass wir auch im letzten Jahr von der Stadt selbst beauftragt worden sind, eine neue Touristeninformation, die es ja in dieser Form vorher nicht gegeben hat, neu zu erstellen. Wir haben uns hier insgesamt auch mit Kollegen der Stadtverwaltung und uns selbst sehr intensiv in dieses Thema hineinbemüht. Wir haben auch eine Touristeninformation im Bahnhof eröffnen können. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an die Burger Küchen, denn dieses Unternehmen, dieses regionale Unternehmen hat uns die komplette Ausstattung installiert und auch finanziert. Also insofern auch ein herzlicher Dankeschön an die regionale Wirtschaft. Und wir sind natürlich auch ganz stolz auf die Mitarbeiter, die wir da haben. Weil wir ganz persönlich sagen, was die Damen und Herren dort geleistet haben im letzten Jahr, ist spitze. Und ich freue mich insbesondere auch darüber, dass wir den Kern dieser Mannschaft auch in den nächsten Monaten, sprich auch im nächsten Jahr, wieder dort sehen können, also Sie auch. Und insofern können wir jetzt schon das Versprechen abgeben, dass in gleicher Qualität auch mit einer Weiterentwicklung im nächsten Jahr die Touristeninformation im Bahnhof auch weiter betrieben wird. In diesem Sinne. In diesem Sinne möchte ich nach vorne bitten, Michael Steffen, Mareike Schischold, Stefanie Hecht und den Chef von dem ganzen Laden sozusagen, Maximilian Stein.
herzlichen Dank. Ihr habt hier von 0 auf 110 was auf die Beine gestellt, was aus meiner Sicht nachhaltig auch ist, im Sinne Tourismus. Und Herr Rehbaum hat das ja vorhin angedeutet. Es besteht in der Tat die Absicht, das Thema Tourismus hier in der Stadt langsam, aber doch deutlich zu aktivieren, sodass die Stadt, und ich kann Ihnen auch sagen, dass die Hotelwirtschaft hier in der Stadt und darüber hinaus in den letzten 6 Monaten ausgebucht waren. Das war in den letzten Jahren nicht so. Wir damit sagen, auch das sind Effekte, die durch eine Gartenschau zustande kommen. Also weitermachen. Der TI natürlich auch mein Dank und ich freue mich natürlich auf die nächsten Wochen und ich weiß, der Max hat immer wieder neue Ideen und die werden wir ja dann auch in den nächsten Monaten umsetzen. Ohne Moos nichts los. Das Thema hatten wir ja jetzt schon ansatzweise öfter heute. Ich komme zu eigentlich immer den wichtigsten Damen. Das sind die der Finanzen. Ich bitte auf die Bühne Brigitte Neumann und Yvonne Hase. Beide waren zuständig für den Bereich Finanzen und Ticket. Die eine musste immer alles sachlich, rechnerisch richtig zeichnen. Ohne ihr Kürzel ging nichts über unsere Tische. Und die andere war natürlich selbstverständlich verantwortlich für alle Tickets, für alle Großkunden, auch für den Dienstleister hier in den Türmen und Kassen als Ansprechpartner und jederzeit wirklich erreichbar. Unser Dank dir, Yvonne. Wie gesagt, wir hätten in der Nacht anrufen können und du wärst gekommen. Vielen Dank. So, mehrfach ist ja schon erwähnt worden, dass in Burg in diesem Jahr zumindest, wir hoffen, es geht so weiter, die grüne Oase Sachsen-Anhalts ist und sein wird in Zukunft. Und all das hat natürlich auch Akteure, die dahinter stehen, die dafür gesorgt haben, dass es so ist. Und wenn man weiterdenkt, alles, was Sie im Gelände auch sehen, ob das die Wechselflurflächen sind, ob das die Ausstellungshallen sind, die Blumenschauen, die Sie ja auch sicher alle schon gesehen haben, oder ob es Themengärten sind und andere Beiträge, all das hat auch einen Namen oder hat Personen, die jeden Tag von früh bis abend dafür gesorgt haben, dass alles in dieser Spitzenqualität, und ich habe es heute Nachmittag schon zum Pressegespräch bekannt gegeben, dass wir auch in der Bewertung von anderen Fachleuten, Gartenschauen aus anderen Bundesländern sehr viel Lob erfahren haben aufgrund der hohen Qualität der gärtnerischen Beiträge. Und dafür möchten wir Danke sagen an den Chef der Grün- und Technischen Abteilung, Herrn Frank Schröder, Christina Hauser, Andreas Kenzler und Fabienne Hinger. Kommt nach vorne. Euer Applaus. Wenn Sie zu Hause ein Problem mit Ihrem Garten haben, anrufen. Ja, ein weiterer Bereich für das Rahmenprogramm und für die Kultur waren und sind bis morgen noch zuständig Susanne Klarisch, Stefanie Elgert und Corinna Brandt. Kann leider heute nicht anwesend sein, aber ihr gilt auch unser Dank und wir werden es ihr übermitteln.
Deswegen lastet heute alle Verantwortung für die Abschlussveranstaltung auf den Schultern von Frau Elgert, aber das macht sie heute schon. Und ja, insgesamt hatte ja die Veranstaltung über 1000 Veranstaltungen zu organisieren, zu begleiten und abzuwickeln. Davon ausgenommen sind nochmal die Veranstaltungen des Grünen Klassenzimmers. Die Zahlen haben Sie gehört. Vollkommen eigenständig dafür zuständig war Frau Brandt. Sie hat sozusagen über 1000 Termine organisiert, wovon dann natürlich jetzt nur 300 in Anspruch genommen wurden. Aber sie hat das ohne jegliches Zutun aus unseren Reihen organisiert. Und das war eine fabelhafte Arbeit, Corinna. Das weißt du. Vielen Dank. Nicht zuletzt gehört natürlich zu einer Gartenschau auch ein gutes Marketing, ein tolles Marketing. Wir haben ein Marketingkonzept auch entwickelt und haben dann systematisch nach einer bestimmten Verfahrensweise die Gartenschau vermarktet und haben die ganze Bandbreite, die dazu zur Verfügung steht, auch genutzt. Das heißt von Hörfunkspots über eigene Zeitungen, über Anzeigenschaltung, über Kooperationen, über Messebesuchen und so weiter. Wir haben also über 1 Million Euro umgesetzt, um diese Gartenschau zu vermarkten, über alle Jahre gesehen. Und dafür waren verantwortlich Frau Cepan, Frau Blei und Jeanette Götzel. Kommt bitte auf die Bühne. Herzlichen Dank für die tolle Arbeit. Und meine Damen und Herren, Sie sehen ja auch, wir haben bewusst auch junge Menschen ins Team genommen, die gerade vom Studium teilweise gekommen sind, denen wir eine Chance gegeben haben, auf dem Arbeitsmarkt sich zu etablieren. Und das ist auch gelungen, denn alle haben auch für die Zeit nach der Gartenschau gute Einstellung gefunden. Also insofern hat es sich insgesamt sehr gelohnt für alle. Vielen Dank. Junge Leute bedeutet aber auch noch ein anderes Thema. Wir hatten auch in der Zeit der Gartenschau 3 Babys. So, ja, ich glaube, stehen fast alle oben, ja? Ja, ich glaube, die Mutter aller Geschichten fehlt uns. Ja. Also, die gute Seele der Landesgartenschau. Mir kommen bald die Tränen. Unsere Sabine Hase fehlt noch. Frau Hase war die erste, die bei uns in der GmbH tätig war, und sie wird sicherlich auch möglicherweise das Licht ausschalten. Es war eine tolle Zusammenarbeit und sie musste auch oft genug uns ausgleichen. Sie hat vermittelt, sie hat, wie gesagt, den Laden am Leben gehalten, ein bisschen überspitzt, aber unser Dank ihr, denn ohne Sekretariat läuft nichts und sie war viel mehr als das. Danke, Sabine. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit jetzt am Ende unseres Anteils hier mir die Möglichkeit einräumen, mich auch zu bedanken. Nicht nur bei der Stadt selber, bei Ihnen, Herr Bürgermeister, sondern insbesondere auch bei Frau Noack. Frau Noack, wir beide haben zusammen. Wir haben zusammen diese Gartenschau von Anfang an vorbereitet, durchgeführt. Wir werden sie auch abwickeln.
Und wie schon erwähnt, ja, es war nicht immer harmonisch, sondern es wird auch gestritten, es wird immer gerungen nach den besten Lösungen. Das haben wir geschafft. Insofern möchte ich mich an dieser Stelle auch, denn Frau Noack wird Ihnen, vor allen Dingen den Bürgern, ja erhalten bleiben, auch für die Zeit der Nachnutzung. In dem Sinne herzlichen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit und in dem Sinne möchte ich mich auch an dich. Ich gebe es natürlich zurück und ich gebe auch ehrlich zu, ich habe gelernt von dir. Vielen Dank, euer Applaus. Achso, halt. Für ein Mannschaftsfoto nochmal alle. Herr Ministerpräsident. Die Leistungskraft der Landesgartenschau 2018 hier in Burg. Und es ist für alle natürlich jetzt auch schwierig, eine Gartenschau geht zu Ende. Die nächste Woche wird alles zurückgebaut. Und an dieser Stelle herzlichen Dank nochmal an alle Mitarbeiter, an alle Entscheidungsträger. Es war eine tolle Zeit hier in Burg. Und wir genießen auch den Respekt und die Anerkennung der Burger selbst. Das hat uns insbesondere sehr gefreut. Dankeschön. Das ist die komplette Mannschaft der Landesgartenschau in Burg. Und gewinnen geht nur im Team und deswegen ein Dankeschön an alle. Vom Maskottchen bis zur Chefin im Sekretariat, denn die Sekretärinnen sind immer die Chefinnen. Das kennen wir. Der Sommer 2018 wird uns in Erinnerung bleiben, nicht nur auf der Landesgartenschau hier in Burg. Hier sind Tänzchen-Tee. Keine große Reise. Wir wurden braun auf Bottom und auf See. Doch heute sind die Braunen nur noch weiße. Denn hier ist man ja doch nur tief gefühlt. Ja, früher gab's noch diese Frage, das war. Denn wir hatten ja auch einen ganz berühmten Sohn des Öfteren zu Gast. Sein Vater, vielleicht kommst du drauf, war auch Sonnendirektor. Wenn ich dir den Namen von Sophie von Kühn, seiner Verlobte. Ich grüße. Ich weiß, immer wenn ihr am Gradierwerk lang schlendert, fliegen die Gedanken in den Himmel. Könntet ihr vielleicht etwas zu uns sagen, was uns mit ins Leben begleitet? Über die Wahrheit, über die Liebe oder vielleicht über den Menschen? Der Mensch besteht in der Wahrheit. Doch gibt er die Wahrheit preis. So, dass ich selbst preis. Doch die Liebe. Liebe ist viel wichtiger als die Wahrheit, denn die Liebe ist der Endzweck der Weltgeschichte, das Amen des Universums. Ich bin sicher, der eine oder andere liest darüber schon nochmal nach, denn es ist dann schon ganz schön schwerer Tobak. Herrn Wallis verteilt die blaue Blume für alle Romantiker unter euch. Und ich sehe, die nächste Elfe ist schon zum Tanz bereit.
Dank, liebe Schamanin. Ich glaube, mir tut jetzt alles weh. Ja, mir tut auch alles weh vom Zugucken. Ich glaube, den größten Teil der Männer hier im Publikum liegen so, ja. Ja, liebe Schamanin, die Bühne füllt sich. Man hat fast den Eindruck, halb Bad Dürrenberg ist mitgekommen. Wir sollten vielleicht unseren zukünftigen Gästen vielleicht auch noch erzählen und verraten, wie sie denn nach Bad Dürrenberg kommen können. Das ist ganz einfach, denn wieder plagt mich eine Erinnerung. Dürrenberg hatte ja den ersten Eisenbahntunnel Deutschlands. Jawohl, der erste Eisenbahntunnel Deutschlands. Dort wurde natürlich keine Personenbeförderung durchgeführt. Es wurde dort die Kohle transportiert, die in Bad Dürrenberg zum Gewinn der Sohle ja, hier stellvertretend für diese Zunft der Eisenbahner. Aber ich glaube, es gab auch noch andere Möglichkeiten, nach Bad Dürrenberg zu kommen, außer mit dem Zug. Auf der Saale zum Beispiel oder der Saale-Radwanderweg, der ja elendlang durch Sachsen-Anhalt geht. Natürlich ist die schönste Stelle von diesem Radwanderweg in Dürrenberg. Aber selbstverständlich. Ja. Hier haben wir vom Radsportverein in Teumitz, dem Ortsteil von Bad Dürrenberg, einen Vertreter dieser Zunft. Aber es gab auch noch eine weitere Möglichkeit, nämlich nicht nur neben der Saale sich fortzubewegen, sondern auch auf der Saale kann man nämlich paddeln. Und da haben wir unseren Ruderverein. Sonst sind sie in Rot und singen nicht. Wer hat einen Knall, rotes Gummiboot, dieser Gummiboot. Also nachdem jetzt die Bühne schon so voll ist, fehlt eigentlich nur noch einer. Und zwar so ein richtig Großkopf oder der Häuptling von Sjanze. Ich glaube, unser Bürgermeister. Kommen Sie zu uns, Herr Christoph Schulze. Ja, im Namen der Sohlestadt Bad Dürrenberg darf ich alle, die Herr Bürgermeister Rehbaum bereits ausführlich begrüßt hat, ebenfalls sehr herzlich begrüßen, besonders den Ministerpräsident Dr. Rainer Hasselhoff als Schirmherr der 4. Sachsen-Anhaltischen Landesgartenschau, die nun zu Ende geht. Und die Landesgartenschau geht vom Norden in den Süden des Landes. Bad Dürrenberg ist stolz darauf, die 5. Sachsen-Anhaltische Landesgartenschau im Jahr 2022 ausrichten zu dürfen. Der Weg von der Erstellung des Bewerbungs- und Nachnutzungskonzeptes für die Landesgartenschau bis hin zur Entscheidung der Landesregierung, die Landesgartenschau auch nach Bad Dürrenberg zu vergeben, war ein langer Weg. Aber die Landesregierung hat ihre Entscheidung richtig getroffen und ich hoffe, dass wir auch den Anforderungen gerecht werden und auch Viborg eine erfolgreiche Landesgartenschau im Jahr 2022 haben werden. Es war ein langer Weg, der nur möglich war durch den Rückhalt in der Bevölkerung, durch die Einigkeit im Stadtrat und auch eine Region, die gezeigt hat, dass sie zusammenstehen kann. Bad Dürrenberg konnte überzeugen mit guten Ideen, viel Engagement und dem Leitthema Salzkristall und Blütenzauber. Die Zeit war reif für einen Austragungsort im Süden des Landes und allen Unterstützern im Vorfeld, den Unterstützern, die hinter der Bewerbung, hinter Bad Dürrenberg gestanden haben, gilt auch heute mein ganz besonderer Dank. Noch nie hat eine sachsen-anhaltische Landesgartenschau in einer so kleinen Stadt wie Bad Dürrenberg mit 12.300 Einwohnern stattgefunden. Bad Dürrenberg kann aber auf Vorhandenes aufbauen und wir wissen, dass der Weg, der vor uns liegt, länger ist als der hinter uns liegt. Wir brauchen deshalb auch weiterhin alle Unterstützung, die Unterstützung von Sponsoren und Förderern, die Unterstützung der interministeriellen Arbeitsgruppe, Fördermittelgebern, Genehmigungsbehörden und der Landesverbände. Für die bisherige Unterstützung möchte ich auch hier an dieser Stelle Danke sagen.
Bad Dürrenberg hat einen Realisierungswettbewerb wie Burg auch auf den Weg gebracht und abgeschlossen. Und Bad Dürrenberg hat mit dem Büro Rehwald Landschaftsarchitekten aus Dresden die notwendige Fachexpertise und Erfahrung an der Seite. Mitte des Jahres 2019 soll die Durchführungsgesellschaft gegründet werden und wir haben gesehen, dass ein Erfolg nur möglich ist mit einem starken Team im Rücken, mit einer Mannschaft, die auch fähig ist zu solchen Leistungen. Und vielleicht will ja der ein oder andere auch zur Landesgartenschau GmbH nach Bad Dürrenberg kommen. Die Erfahrung, die man hier in Burg gesammelt hat, ist uns da natürlich herzlich willkommen. Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg wird zeitgleich stattfinden mit der Sächsischen Landesgartenschau in Torgau und mit der Brandenburgischen Landesgartenschau in Benitz. Alle drei Landesgartenschaustädte haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart im mitteldeutschen Blütendreieck. Im mitteldeutschen Blütendreieck wollen sich alle drei Städte verbinden. Bad Dürrenberg wird dem Landesgartenschaubesucher ein kompaktes und zugleich abwechslungsreiches Areal bieten, das mit verschiedenen Verkehrsmitteln bequem und schnell erreichbar sein wird. Die Großstädte Halle und Leipzig liegen weniger als 30 Kilometer entfernt. Bad Dürrenberg kalkuliert mit 100.000 Besuchern weniger als Burg. Und da möchte ich an dieser Stelle sagen, der Erfolg einer Landesgartenschau bemisst sich längst nicht allein an den Zahlen der Besucher. Eine Landesgartenschau ist doch so viel mehr und wir sehen diese positive Entwicklung, die Burg genommen hat und auch so eine solche Entwicklung wünschen wir uns natürlich für Bad Dürrenberg. Für Bad Dürrenberg bedeutet die Landesgartenschau genau wie auf der Burg, dass wir etwas schaffen, was sonst nicht zu schaffen gewesen wäre. Mit der Landesgartenschau wird es möglich, den Kurpark ganzheitlich zu betrachten und einer ganzheitlichen Betrachtungsweise zu unterziehen, um den Kurpark für künftige Generationen zu sichern. Mit der Sanierung des Kurparks und der Gradierwerke nach dem historischen Vorbild und der Schaffung eines neuen Stadtbalkons auf den Saaleterrassen wird die Stadt in ihrer Bedeutung als Erholungs- und Reiseziel enorm gestärkt. Der Kurpark, umrahmt von den mächtigen Gradierwerken, die den Park in Salzluft einhüllen und aktuell noch brachliegende Teile der alten Saline und die Saaleterrassen mit dem Amtsberg verschmelzen im angedachten Gelände zu einer neuen Einheit. Der historische Kurpark, die Gradierwerke, die Saaleterrassen werden zu neuem Leben erweckt, die Stadt mit dem Kurpark und der Saale klug miteinander verknüpft und ein wesentliches Ziel wird damit auch durch die Landesgartenschau erreicht. Notwendige Maßnahmen werden mit städtebaulichen Maßnahmen verknüpft, die Wirtschaft und der Tourismus werden gefördert, Infrastruktur wird ertüchtigt und ausgebaut. Und das ist eine positive Entwicklung, die auch den Wohnstandort Bad Dürrenberg stärkt und auch das Saline-Gelände einen wichtigen Impuls für die weitere Entwicklung erhalten wird. Ich hoffe, das Programm mit den Ehrenamtlichen hinter mir, das Sie eben sehen konnten, hat gezeigt, Bad Dürrenberg hat Geschichte, die im Landesgartenschaugelände auch authentisch präsentiert werden kann. Die älteste Bestattung eines Menschen in Sachsen-Anhalt, unsere Schamanin, die vor immerhin über 8500 Jahren gelebt hat, wurde im Kurpark entdeckt. Im Landesgartenschaugelände findet sich der älteste erhaltene Eisenbahntunnel Deutschlands wieder und genauso das längste Gradierwerk Deutschlands. All das sind Alleinstellungsmerkmale für das Landesgartenschaugelände. König Heinrich I. hat hier im Jahr 933 die Ungarn geschlagen. Das weiße Gold, das Salz, das der kurfürstlich-sächsische Bergrat Johann Gottfried Burlach 1763 entdeckt hat, soll mit allen Sinnen erlebbar werden für die Landesgartenschaubesucher. Und auch Friedrich von Hardenberg, unser Novalis, wird 2022 in Bad Dürrenberg auf der Landesgartenschau seinen 250. Geburtstag feiern.
Die Schlagworte Archäologie, Kohle, Wein, Salz und Saale werden für die Region repräsentative Themenbereiche sein, die vielfältige Anknüpfungspunkte finden. Eine wichtige Rolle wird thematisch nicht nur die historische Förderung und Nutzung der Sohle in Bad Dürnberg zur Salzproduktion und zu Erholungs- und Heilzwecken spielen, sondern auch die wechselvolle Geschichte am Chemiestandort Leuna und dessen Auswirkungen auf die Stadt Bad Dürnberg. Ziel ist es auch, das Bewusstsein bei den Besuchern der Landesgartenschau und den Bürgern der Stadt für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen und Lebensräumen für künftige Generationen zu stärken. Und dabei wird auch die Verbindung zwischen Leuna und Bad Dürnberg gestärkt. Auch hier wollen wir stark zusammenarbeiten. Wir geben uns selbstbewusst und wollen den Leipzigern zeigen, dass auch in Sachsen-Anhalt attraktive Lebensregionen vorherrschen, und wir wollen den Leipzigern zeigen, dass man in Sachsen-Anhalt besser und günstiger wohnen kann. Wir freuen uns auf die Landesgartenschau 2022 in Bad Dürnberg. Wir wissen, dass reichlich Arbeit vor uns liegt. Wir treten in große Fußstapfen in die von Zeitz, Wernigerode, Aschersleben und vor allen Dingen in Burg. Burg ist uns ein leuchtendes Vorbild. Burg macht Mut. Und ich bin sehr dankbar, dass die ein oder andere Telefonnummer parat liegt, um sich auch mal einen Rat abzuholen. Also auch an dieser Stelle herzlichen Dank, dass wir von den Erfahrungen, die Burg gesammelt hat, profitieren können. Bis zur Eröffnung ist es ein weiter Weg. Ich wünsche mir, dass das bürgerschaftliche Engagement nicht abreißt, sondern noch stärker wird. Bürger, Vereine und Gewerbetreibende sind aufgerufen, sich aktiv einzubringen. Und ich bin überzeugt, dass auch gemeinsam mit dem Förderverein der Landesgartenschau Bad Dürnberg die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt gestärkt werden und auch die mit der Region und auch die Heimat wesentlich gefördert wird. Bad Dürnberg wird, wenn wir gemeinsam hart daran arbeiten, ein erfolgreicher Gastgeber sein und Anziehungspunkt über Sachsen-Anhalt hinaus. Sie sind herzlich willkommen 2022 zur Landesgartenschau in Bad Dürnberg. So viele Sachen, die man an den Mann bringen muss. Ich habe gehört, Christoph, jetzt gibt es irgendwie eine Übergabe. Weitergeben mit der Botschaft auf die nächste wunderbare, schöne Landesgartenschau, dann im Süden Sachsen-Anhalts. Es ist ja immer schön, wenn man so Symbole hat, wenn man Gesten hat. Und wenn man das weitergeben kann, lieber Herr Rehbaum, an den Herrn Schulze. Ja, meine Herren, Damen und Herren, ich darf anfangen, den Staffelstab und damit die Geschicke für die nächste Landesgartenschau an Bad Dürnberg, an meinen geschätzten Kollegen Christoph Schulze, zu überreichen. Wir machen das auch noch ordentlich, dass wir auch reden können, wo die Reise hingeht. Ja, wir danken nochmal ganz herzlich der Stadt Burg. Bis morgen sind Sie sozusagen immer noch die Landesgartenschau 2018 von Sachsen-Anhalt. Und jetzt geht der Staffelstab zum Bürgermeister Schulze nach Bad Dürnberg. Und dort treffen wir uns allerspätestens 2022 in einer völlig neu gestalteten Stadt. Darauf freuen wir uns schon. Herzlichen Dank und Ihnen alles Gute bei der Realisierung. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen beginnen mit einer neuen Tradition, dass es also eine Gartenschaufahne gibt, wo alle Logos drauf sind der letzten Gartenschauen in Sachsen-Anhalt, und hoffen natürlich, dass wenn die Gartenschau gelaufen ist in Bad Dürnberg, dass dann diese Fahne natürlich mit dem neuen Logo der Stadt Bad Dürnberg, ist jetzt noch nicht drauf, es gibt ja noch kein Logo, wird es geben, aber es ist erwähnt natürlich,
und dass Sie das dann praktisch ergänzen und an die nächste Gartenschau weitergeben. So, meine Damen und Herren, das ist natürlich noch nicht alles. Wir haben auch eine weitere Botschaft an die Stadt Bad Dürrenberg, an die nächste Gartenschau. Denn wir hier im Borg haben eine völlige neuartige Ausstellungsproblematik erfunden sozusagen. Bei uns auf dieser Gartenschau gibt es erstmalig in Deutschland gibt es die sogenannten Städtegärten. Das ist eine tolle Idee gewesen. Wir haben also 10 Städte aus Sachsen-Anhalt gewinnen können, hier auf dieser Gartenschau Städtegärten, eigene Gärten zu zeigen, zu bauen, zu zeigen und damit auch eigene Werbung zu machen. Und natürlich, Herr Schulze, haben wir vor, in Bad Dürrenberg dann 2022 auch einen Städtegarten Burg zu machen. Und ich denke, da kommen noch einige dazu. Und dafür, und da möchte ich jetzt noch mit nach vorne bitten, Herrn Schröder, denn Herr Schröder ist der geistige Vater dieser Idee Städtegärten. Und wir möchten jetzt praktisch veröffentlichen eine Bank, die wir extra für Bad Dürrenberg hergestellt haben. Wir können hier das Logo der Gartenschau hier im... Ja, kaum gibt es kostenfreie Plätze, sind sie schon belegt. Also, für die Fotografen, das ist das Bild der Zukunft. Eigentlich wäre es noch besser, die Herrschaften würden hinter der Bank stehen, dann würde man das Kunstwerk besser erkennen. So, in der Mitte steht natürlich der Chef vom Land Sachsen-Anhalt bei dem höchsten Turm. Hier, na hast du das? Das ist... Und Herr Schulze, Sie fangen mit dem Kleinen an, das wird dann besser. Also, Applaus und wir sehen diese Bank 2022 in Bad Dürrenberg wieder. Und Herr Schulze, wie Sie diese doch mehrere Zentner schwere Bank nach Bad Dürrenberg bringen, das ist jetzt Ihr Problem. Ja, sehr geehrter Herr Skubsch, Frau Noack, Herr Schröder, Herr Rehbaum, herzlichen Dank für dieses wunderbare Geschenk. Ich bin mir sicher, das wird eine Verbindung sein zwischen unseren Städten. Nicht nur, dass wir beide Landesgartenschaustädte sind, sondern eben auch diese Bank mit der Silhouette von Burg. Das ist eine wunderschöne Idee. Ich bin mir sicher, wir finden einen würdigen Platz für diese Bank. Wie bitte? Also, ich kenne nur die Bad Dürrenberger Kirche, muss ich gestehen. Die Laurentiuskirche wäre das. Ja. Ja, Herr Rehbaum, der Ministerpräsident und ich, wir haben drauf gesessen. Ich bin mir sicher nicht zum letzten Mal. Das nächste Mal sitzen wir drauf, wenn die Bank in Bad Dürrenberg steht. Also, wir bekommen die schon heil nach Bad Dürrenberg. Herzlichen Dank. Okay, vielen Dank. Und auch alle anderen Bad Dürrenberger, die sich heute hier mit sehr viel Spaß präsentiert haben, laden euch recht herzlich ein. Wir haben euch einige Wege aufgezeigt, wie ihr nach Bad Dürrenberg kommen könnt. Wenn nicht, dann lasst euch nochmal die Telefonnummer von unserem Bürgermeister geben. Der gibt dann sicherlich gerne Auskunft. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit. Der Herr Engel und die Schamanin.
Wenn es euch gefallen hat, das Programm kam von der Schamanin. Wenn nicht, dann kam es von Ötzi. Auf Wiedersehen 2022 in Bad Dürrenberg. Dankeschön für diese fantastische Präsentation. Wir werden uns freuen, wir freuen uns sehr. In den Süden sei es dann, als sie kommen. Durch lautes Bellen, wildes Gestikulieren und heftiges Stampfen untereinander verständlich machen konnten, da haben sie, ohne dass es ihnen bewusst war, das Liebeslied erfunden. Damals, vor unvorstellbar langer Zeit. Feuerwerk von einer Viertelstunde Länge. Genießen wir gemeinsam diesen traumhaft schönen Samstagabend hier auf der Landesgartenschau 2018 in Burg. Viel Spaß! Let's rock, let's roll, Tänze Tee! Ich bin weg in der Konditorei. Oh ja, Mann! Ja, zum Turm und da ist gut mit mir weh. Aus Schwanz, wenn ich hörst und auf deine Seele. Auf frisch wäre es an mir, da ist mir schon Banane. Yeah.